So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Dada Ditschen ist auch am Start, ne? Wir haben nämlich gerade eigentlich die Billig-Cola-Challenge gemacht. Da unten seht ihr noch die Cola. So, wir sind jetzt fertig und ich habe was ganz Besonderes natürlich vorbereitet. Mein Account war ja die ganze Zeit weg, deshalb habe ich geheult wie ein kleines Schulmädchen und gesagt, ich werde Krypto Entei verpassen. Entei, wie auch immer. Jetzt haben die das aber einen Monat verlängert und ich habe gesehen, ich habe das ja, bevor der Account weg war, sogar noch angefangen. Jetzt bin ich gerade bei den Aufgaben hier auf dem Stand. Besiege Alo, Cliff und Sierra. Sprich, ich könnte mir jetzt von der alten Spezialforschung ein Entei sichern und dann die für April, die neue, jetzt auch schon anfangen und mir ein zweites Entei diesen Monat sichern. Oder wir machen das bis zum Ende und warten, bis der Mai anfängt. Und im Mai, direkt am Anfang, holen wir uns Suicune, wenn das Suicune kommt. Und machen die dann auch schon fertig, die Suicune. Und warten dann April, Mai, Juni, was im Juni kommt. Und das, was im Juni kommt, holen wir uns direkt am Anfang ab. Wir könnten also von irgendeinem zwei machen. Aber Entei lohnt sich eigentlich nicht, zwei zu machen, weil ich habe ja schon ein 100% Entei hochgepusht. Wir laufen jetzt aber erstmal hier. Wenn wir den Rocket Radar aktivieren, seht ihr, wir sind hier unten im Park. Das stimmt zwar gerade alles nicht. Wir sind hier unten, da, wo ich mit dem Finger gerade rumwühle, da stehen wir ein Stück weiter unten im Park. Und wir müssen jetzt hier rechts rüber zu diesem Stop. Und der Stop müsste der hier sein, das Insektenhotel. Und dann gucken wir mal, ob das Cliff ist, ob das Sierra ist, ob das Alo ist. Nehmen den mit, machen dann wieder Rübel, nehmen die anderen zwei Bosse mit und ja, nächste Folge gibt es dann auf jeden Fall Giovanni. So, wir sind auf jeden Fall jetzt angekommen am Stop, aber der Avatar spackt einfach hin und her. Ihr seht das, der läuft und läuft und läuft und brütet Eier aus. Hier ist der Stop, das Insektenhotel. Wir gehen aber mal hinter auf die Bank. Da habe ich einen Ditschen auch positioniert. Das ist Alo, wie man sieht. Und ich nehme eigentlich immer dasselbe Team. Ja, den nehmen wir natürlich. Ist sogar noch gespeichert, wunderbar. Regirock, Godzilla und Filet-O-Fisch. Was? Oh, jetzt macht er auf die Bank. Richtig genial. Ich chill mich mal hier hin. In den Mülleimer. Wir gucken mal, ob das so aufgeht mit dem Team, was wir sonst immer nehmen. Das Regirock natürlich wieder zum Schilde rausloggen. Gegen Flunkiefer, da hätte eine Kampfattacke geholfen. Da hätten die meisten jetzt wieder Lucario genommen, denke ich mal. Aber wir wollen ja dem alten Team treu bleiben, wenn wir es jetzt schon so lange nicht gesichtet haben und nicht benutzt haben. Nicht, dass das Regirock rostet. Ihr versteht, was ich meine. Malucke, verstehst? Hey, der Ditschen sich jetzt bestimmt wieder gefreut. Gott hab ihn selig. Hey, ich sitz doch da, du Arschloch. So, ihr seht das. Flunkiefer hat noch gar nichts gemacht. Wir haben schon das zweite Schild von ihm rausgelockt. Das klappt also wieder mal top. Ich bin so froh, dass ich den Account wieder habe, mein Team wieder nehmen kann, alles zerstören kann. Jetzt macht das einen Angriff. Wir nehmen mal ein Schild, setzen wir mal ein, damit wir den Angriff noch durchkriegen und gucken, was passiert, wie stark die Steinkante ist, wenn wir die auf das Flunkiefer draufknallen. Feuer wäre auch gut, Feuer haben wir nicht, ich habe noch Wasser dabei. Nicht sehr effektiv, das ist nix. Aber wir sind ja noch nicht tot. Erst jetzt. Super. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, aber wir nehmen einfach mal den Filet-O-Fisch. Machen mit dem weiter. Der ist ja auch kräftig und hält viel aus. Der kann auch schön seine Surfer-Attacke voll machen. Und da kommt Gestein und wir hauen einfach mit Surfer drauf. Das müsste auf jeden Fall sehr effektiv sein. Und das Onyx, also das Stalos, ist das ja. Na toll, es ist sehr effektiv, aber es macht trotzdem kaum Schaden. Aber ist egal, denn Surfer ist gleich wieder voll. Und das Onyx liegt gleich wieder in der Ecke, also das Stalos. Warum sage ich immer zu Onyx? Keine Ahnung. Weil ich das Arcane. Arcane. Arcane, see it in your baby. Face. In your face, ja. In deinem Baby sehe ich nichts, da hast du recht. Und das letzte, ein Sherox, ne? Da bin ich mal gespannt. Wir haben da aber noch das Despo da. Aber den dicken Fisch nutzt man natürlich bis zum Ende.
Wir nutzen aber kein Schild, wir hauen einfach drauf. Das Schild nehmen wir beim Despo da vielleicht mal. Gegnerische Attacke. Obwohl. Ich finde, Surfer passt. Surfer lädt schnell auf. Bis ich beim Despo da die Attacke voll habe, vergehen wieder 3 Jahre. Jetzt steigt auch noch sein Angriff. So ein. Nein, lass mich meinen Surfer durchbringen. So, noch einmal Surfer hinterher. Einfach fabelhaft, obwohl wir alles verfehlt haben. Und es ist tot. Ich habe das Despo da nicht mal gebraucht. Ihr seht, das ist einfach ein richtig geniales Team. Alo ist besiegt. Wir bewegen uns so schnell. Wunderbar. Bekommen noch 1000 Staub und neue Nachrichten. 8 Beleber. Alles dabei. Bin jetzt bei 811. Ist nicht die Wucht. Wie gesagt, ich konnte die ganze Zeit auch nicht zocken. Und wir haben ein... Kein Shiny, ein normales. Das nehmen wir mal fix mit. Können auch noch mal, obwohl, das fange ich in der Überblendung. Wenn es gut war, sage ich euch Bescheid. Und wir gucken mal, wer als nächstes kommt. Sierra oder Cliff. Nein, jetzt bleibt es auch noch drin. Dann muss ich was anderes fangen. So, wir sind jetzt eine Stunde mindestens rumgelaufen, um eine passende Möglichkeit zu finden, die Kamera abzustellen. Ihr seht, hier oben ist sogar ein Stop mit Sierra. Ist aber gerade zu weit weg. Wir wollen aber den hier machen mit Cliff. Denn die Sierra ist auch noch im Park hinter uns und so haben wir nach der grünen Location eine Stadtlocation und dann wieder eine grüne Location. Aber zwischendurch müssen wir ja die 6 Rüpel wieder machen. Wir nehmen natürlich das, was wir immer nehmen, damit wir schön angeben können, dass wir immer dasselbe Team haben, bis es irgendwann nicht mehr aufgeht. Sprich Regirock als erstes, ein Filet au Fisch als zweites. Und ein Godzilla als drittes. So. Obwohl. Ich weiß gar nicht, was das. Hat das Steinkante? Hat das sonst was? Ich weiß es gerade gar nicht. Eigentlich müssen wir ja Katapult und Steinkante nehmen. Wir nehmen mal das Shiny, da weiß ich auf jeden Fall, dass das Katapult und Steinkante hat. Aber ich glaube, das Team sah sonst anders aus. Wir probieren es einfach mal gegen Cliff und gucken. Hab so lange jetzt die Rocket-Bosse nicht mehr besiegt. Da haben wir einen Pinsir. Beim letzten Mal hat man ja Flunkiefer. Pinsir wäre, glaube ich, auch Feuer gut. Ihr seht, das macht bei mir schon mal richtig viel Schaden. Das ist also schlecht überlegt, da mit einem Regirock anzukommen. Wir hauen trotzdem mal wieder die Schilde raus bei ihm. Hoffen, dass wir den Rest einfach so mitnehmen können. Los, bevor du stirbst, mach doch deinen Move. Und wir sind tot, das habe ich mir gedacht. Was nehmen wir als zweites? Wir nehmen einfach das Filet au Fisch. Das kann ja, das hält ja viel aus, sagen wir mal. Hoffe ich. Und kann mit seinem Surfer das zweite Schild rausloggen. Ich glaube, Cliff war auch der, der selbst Despo da hatte. Da müsste man mit Wasser auch gut abschneiden. Aber erstmal muss das weg. Seine Verteidigung sinkt auch, weil er seinen komischen Move gemacht hat. Das ist schön. Weil jetzt hat er noch ein Schild dabei. Aber vielleicht schaffen wir es ja mit den normalen Moves, ihn niederzustrecken. 1, 2, 3, 4. Wir sparen uns mal den Charge-Move, haben Glück. Er setzt seinen nicht mehr ein, er ist schon tot. Und er holt wen in den Kampf? Ein Ele-Voltec. Das ist natürlich jetzt Mist. Da müssten wir jetzt eigentlich wechseln auf das Despo da. Sonst grillt er nämlich unseren Fisch, das wollen wir nicht. Also holen den Stein rein, zack. Despo da kommt an, haut drauf, kriegt aber trotzdem ordentlich einen weggedrückt. Was ist denn los hier? Warum bringt er alle um von mir? Nein, jetzt hätte er doch einfach nur seinen Move noch machen müssen. Jetzt hat er bestimmt seinen voll und schmeißt meinen in die Tonne. Gut, gerade so gerettet. Also ich glaube, bei Cliff brauche ich wirklich ein anderes Team, eine andere Taktik. Außer ich habe jetzt Glück mit dem letzten. Wenn er jetzt ein Despo da reinholt, genau Despo da. Jetzt muss es nur mega viel Schaden machen. Und ich bin tot. Wunderbar. So, wir probieren es mal mit einem neuen Team. Wir haben jetzt ein Feuer-Pokémon für das Pinsir. Man könnte aber, glaube ich, auch Gestein oder Flug nehmen. Dann ein Boden gegen Elektro und ein Kampf gegen das Despo da. Wir gucken mal, ob das so passt. Ich glaube, Glurak habe ich bis jetzt sehr selten genommen. Das hat aber auf jeden Fall die Community-Day-Attacke. Die C-Day-Attacke. Den Legacy-Move, wie auch immer. Ich hoffe, das hält wenigstens ein bisschen was aus. Ah ja, ich kriege natürlich wieder mehr Schaden ab als der Gegner.
Und ich glaube, bis ich hier durch bin mit dem zweiten, bin ich auch schon wieder weg. Das erste ist immer so eine Sache. Die blöden Schilde mit dem Rausloggen. Ich habe immer noch kein Lucario hochgezogen. Ich glaube, das wird mal Zeit. Weil mit Steigerungshieb und dem ganzen Drumherum, er ist einfach am schnellsten. Der macht einfach am besten was. Oder Zielschuss. Genau, wieso nehme ich nicht Zielschuss hier? Verteidigung sinkt. Jetzt können wir wenigstens noch ein bisschen Schaden machen. Wir können die zweite Attacke rausloggen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Dann sind wir gleich tot. Er wehrt ab. So. Das ist kein Problem. Wir haben Boden und Kampf. Wir müssen jetzt das Boden nehmen, weil wir das brauchen, gegen das zweite von ihm. Ich hoffe, der fällt jetzt schnell um. So, los, fall um. Fall um! Okay. Und jetzt können wir direkt mit dem Boden-Move, Erdbeben haben wir nämlich am Start, gegen das Elevolte kämpfen. Das haut ihm bestimmt gleich aus den Socken, wenn ich nicht verpasst hätte, hier einfach fabelhaft zu machen. Zack, sehr effektiv. Das ging auf jeden Fall auch gut rein. Das müssten wir jetzt auch mit zum Despo da noch nehmen. Ein Schild habe ich ja auch noch. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Sammel die Bodenattacke, nehme sie dann. Oh, ich mache lieber doch mal meinen Move, weil ich gesehen habe, dass ich auch gleich tot gewesen wäre. Also, das war wieder sehr riskant, Ramses. Hau den mal weg. Vielleicht ist Erdbeben trotzdem gleich wieder voll. Und du kannst noch mal eins aufs Despoder machen. Genau, da haben wir noch den Move. Wir haben trotzdem noch ein Schild übrig. Und wir haben noch das Maromai für das Despoder. Ihr seht, die richtige Pokémon-Wahl ist das A und O. Das Ein und Alles. Ne? Nee, das ergibt keinen Sinn. Jetzt noch ein Schild, noch ein Machomai. Er hat nicht mehr viel. Zack, zack, zack. Zwei, drei Schläge, dann liegt er in der Ecke. Das war's. Wunderbar. Mal gucken, vielleicht kriegt man jetzt auch einen Shiny Krypto-Pinsir. Obwohl ich eigentlich keins brauche. Dann machen wir nochmal 6 Rüpel und holen uns die Sierra im Park. 1000 Staub, nehmen wir mit. Beleber. Zack. Sitzen auch gerade überall die Haspiror rum mit Kranz, die Pikachus mit Blumenhut statt Blumenkranz, also schon wieder neues Pikachu. 615, das tüten wir jetzt ein und melden uns bei Sierra nochmal zurück. So, da sind wir angekommen im Park. Da ist auch, der läuft schon wieder weg, da ist auch die Sierra am Start, hat gleich Eier am Start. Ne? Wir sind letztens auch durch den Park gelaufen, da haben wir sogar was gefunden, das seht ihr aber in einer extra Folge. Ich weiß noch nicht, wann ich die hochlade. Vielleicht ist er auch schon oben und er läuft schon wieder weg, er läuft schon wieder ins Parkhaus. Ich hasse das. Gleich kommt er zurück. Ach Mann, ist schon wieder zu weit weg vom Stop. Warum kann man denn nicht spoofen, Mann? Damit man seinen Standort richtig korrigieren kann und nicht seinen Standort verfälschen, denn Pokémon Go verfälscht meinen Standort permanent. Mit dem Joystick könnte ich jetzt einfach 2 Meter runterlaufen, wo ich wirklich stehe, ne? Du bleibst mal kurz hier stehen, ich laufe mal kurz eine Runde. So, da sind wir wieder. Sieht fast so aus wie davor, genau. Wir wählen natürlich wieder unser... Hat er gehustet oder hört er Musik oder redet er so? Keine Ahnung. Wir nehmen natürlich wieder unser beherztes Team, wie immer. Regirock, Filet-O-Fisch und ein Despo da hinterher. Nehmen wir wieder hier unten das Gestein, ne? Super. Und gucken mal, was die so am Start hat, ne? So, wunderbar. Das sieht doch schön aus. Jetzt regnet es auch noch in der App. Gegen Stahl hätte man theoretisch auch wieder Feuer nehmen können oder eben Machomai als Kampf. Wir probieren es einfach mal hier mit dem Regirock. Ich glaube, das Tarnel ist der einfachste Gegner, weil das eben nicht sonderlich stark ist. Alle anderen haben dem Regirock immer ordentlich zugesetzt. Das Tarnhelm macht kaum Schaden, ist also nicht schlimm. Merkst du langsam, wie dumm es ist, wenn man die Kamera halten muss, weil das so komisch hier... Weil das so auf dem Arm geht und der so rumsteif in der Gegend hängt. Du grinst. Irgendwas... Ich glaube, das ist das Tarnhelm, das macht komische Geräusche. Oder kommt das aus deiner Hose? Cool. Piep, piep, piep. Habe ich noch nie gehört. Dabei spiele ich immer mit Ton. Wir hauen die nächste Steinkante drauf, die müsste jetzt durchgehen, ist zwar nicht effektiv, aber ich glaube bei der nächsten ist es auch schon tot. Wir haben noch kein Schild benutzt, es hat noch nicht eine Attacke gemacht, also
keine Ahnung. Ich glaube, das nervige Geräusch hört auch gleich auf, weil es gleich weg ist. Wieder mal nicht sehr effektiv. Ich glaube, Sierra ist immer noch die leichteste bisher. Jetzt ein Kogowai. Da haben wir auch mal eine Steinkante drauf. Es macht immer noch die komischen Geräusche. Das ist ein Drohnen. Ich glaube, das ist das Regirock. Das kommt von Zielschuss von der Attacke, deswegen, das lag gar nicht am Tarnel. Du driftest immer zu ab. Ja, ich weiß nicht. Und du gehst dann auch immer zu so hoch. Bruder, ich nehme gleich deinen Arm und hänge da am Baum. Ich habe gesagt, das ist Kacke mit Festhalten. Das glaubt mir immer keiner. Pupsi muss das auch immer durchmachen, wenn sie festhält. Sie sagt immer, soll ich's halten? Ich sage immer, jo, okay. Und so nach einer Minute stirbt sie dann und dann denke ich, toll. Aber alle sagen, sie wollen es halten. Sie wissen gar nicht, wie schwer halten ist. Habt ihr schon mal die Kamera gehalten? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt noch mal eine Steinkante hinterher, dann ist das Hundemon wahrscheinlich auch tot. 1, 2, 3, 4, alles daneben, wunderbar. Auch sehr effektiv. Ihr seht, Regirock ist einfach der King. Auf zu knubbern, das macht man, ey. Das mache ich auch immer und jeder schimpft. Kaut ihr auch immer Bonbons? Schreibt es in die Kommentare. So, der war doch gut. Nochmal einfach fabelhaften hinterher. Weg ist es. Wir haben noch alle Schilde. Wir haben noch alles andere dabei. Das sieht gut aus. Guck mal. So ist es eine schöne Perspektive. So ist auch ein bisschen Hintergrund mit drauf. Alles dabei. Aber man steht halt rum wie ein Stock. Was will man auch anderes machen mit dem Pinsel auf dem Kopf? Digga, drück dich durch. Wir können gucken. Vielleicht haben wir jetzt einen Shiny Tarnel. Natürlich nicht. Brauchen wir aber auch nicht. Wir haben das normale. Das fangen wir trotzdem mal, einfach so locker mit dem Daumen. Das waren also die drei Rocket Leader, nach lange mal wieder Leader bekämpft. Jetzt müssen wir uns nochmal auf die Suche machen nach dem Giovanni, wenn das Kapitel beendet ist. Und dann können wir unser Krypto-Entei abholen. Dazu gibt es aber eine neue Folge. Wir zeigen euch hier das Ende natürlich noch, wenn wir die Belohnungen abholen. Hier 1250, dreimal 2000 Staub und der super Rocket Radar. Das durchgedrückt, das war's von Kapitel 5. Wir sehen uns im Kapitel 6. Werden wir Giovanni holen. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses und frohe Ostern. Immer noch. Wenn es immer noch da kommt, keine Ahnung. Tschüss.